Hi Leute, willkommen beim neuen Video von mir. Diesmal wieder mit dem Lenovo Legion Go X Dragon's Dogma 2. Wir schauen uns die Performance an auf 1280, auf 1920 und 2560. Ich muss euch gleich ein bisschen vorwarnen, das Game läuft nicht ganz so geil. Also wir werden es gleich sehen, also bis gleich. So, hi Leute, da sind wir wieder zurück. Mit Dragon's Dogma 2, wie schon gesagt. Auflösung ist auf 1280. Man sieht so, ich tue ein bisschen schärfer stellen, damit man so sieht, manchmal FPS zeigt das schon wieder nicht, ja doch, FPS aber ungefähr 31, diesmal zeigt das sogar an. Wie gesagt, es läuft leider nicht ganz so geil. Nur mittendrin, ich tue da nichts ändern, es ist auf Leistung gestellt. 1280, sonst nichts. Jetzt gehe ich auf die Spieleinstellung. So. Also ich habe jetzt nichts anderes vorgenommen. 1280, Variable, an. Ja, Fidelity FX Super Resolution 3 ist auf ausgeglichen. Wenn ihr auf dem Lenovo Legion Go zockt, dann würde ich das auch anmachen. Sonst habt ihr mit dem Spiel keinen Spaß. Ich sag's euch vorne rein. Also ich hab's auf an. So, jetzt schaue ich nur kurz. Texturenfilter ist erstmal auf Mittel, auch auf Mittel. Grasqualität ist auf hoch. Hoch, Schattenqualität ist auf niedrig. Schattenqualität habe ich auch überall auf niedrig immer. Auch auf meinem PC. Bewegungsunschärfe habe ich auch aus. Ich bin kein Fan davon. Also ihr seht, die Einstellung. Ich habe jetzt auch nichts geändert. Wir starten auch gleich so rein und mal schauen, wie sich's performt. Also los geht's. Also die Grafikeinstellungen sind nicht mal schlecht gewählt. Mal schauen, wie das Game jetzt performt. Bin ich jetzt selber gespannt. Ich hoffe, das Bild ist einigermaßen gut. Ich hoffe, man sieht was. Ich versuche mal, die FPS da irgendwie besser hinzubekommen, da am Rand. Also jetzt haben wir aktuell 45 FPS, 44, 41, 36. Wir sind eh bei einer ganz komischen Stelle, also nicht wundern, okay? Nicht wundern, was jetzt gleich hier passieren sollte bei der Stelle. Wir haben 20 FPS, 24 FPS, 26 FPS. Ja, hier mit der komischen Szene mit dem Minotauren gerade. 30 FPS, also 30 FPS haben wir ungefähr. Und die Einstellungen sind nicht schlecht, aber ihr seht ja, die 30 FPS droppen halt immer wieder runter. Also es würde gehen mit den Einstellungen. Natürlich könnt ihr auch mehr rausholen, wenn ihr halt ein bisschen weiter runter geht. Ach, wahrscheinlich, weil der jetzt in der Nähe ist, kann ich nicht aufs System. Was ist das für ein Schmarrn? Moment. Kann ich jetzt echt nicht aufs System? Doch, kann ich. Gut. So, Optionen, jetzt pass auf. Wenn wir jetzt da natürlich noch ein bisschen herumspielen, da bekommen wir natürlich noch FPS. Aber ihr habt gesehen, ja, es läuft mäßig mit 30 FPS und ein bisschen runtertruppen. Aber ihr könnt hier Qualität der Gras- und Baumodelle anpassen. Da könnt ihr auf noch ein bisschen runtergehen. Da könnt ihr auf niedrig gehen. Qualitätsrechnerische Effekte. Ja. Lassen wir mal auf hoch. Schattenqualität. Also ihr habt noch ein paar Sachen, die ihr ein- und ausstellen könnt. Da bekommt ihr schon mehr. Den Blom können wir deaktivieren. Das ist diese komische Lichteffekte da. Das bewegt halt auch schon was. Doch bleibt nicht zwingend. Ich mache jetzt mal so, damit man halt einigermaßen Bewegungsqualität. Was ist Bewegung? Das hat ja nichts mit Grafik zu tun, oder? Volumen. Sieht man eigentlich auch nicht viel. Kann man auch ausstellen. Also ihr seht, ihr könnt halt da noch ein bisschen herumspielen, um noch ein paar FPS mehr zu bekommen. Ich stelle jetzt einfach mal alles auf aus. Okay? Und dann sehen wir schon, bis zu wie viel Qualität. Bis zu wie viel FPS er jetzt raufkommt. Niedrig, das machen wir auch niedrig. Ich glaube, das interessiert ja die meisten. Bis zu wie viel FPS er hochkommt, dann machen wir alles auf niedrig. Auch niedrig. Das machen wir auf. Oh nee, was? Effekte bleiben anders. Das sieht scheiße aus, finde ich, ohne. Oder? Ach, machen wir auch was aus. Wir haben gesagt, alles auf aus. So, jetzt haben wir alles auf aus. Gut. Dann schauen wir mal, wie viel FPS er da bekommt. Ja, seht ihr, wenn alles auf aus ist, hat er
Ja, stabile 30 FPS, würde ich jetzt sagen. Also da lässt sich schon stabil zocken auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das wird spannend mit Full HD und 2K. Aber ihr seht's ja. Es läuft einigermaßen flüssig. Also flüssig laufen finde ich jetzt schon, dass es läuft schon flüssig, man sieht es ja aber. So, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit Full HD. Bis gleich. So, hi Leute, da sind wir auf Full HD. Ich habe auf Full HD umgestellt, man sieht so. Hier zeige ich auch nochmal, es ist auf Full HD gestellt. Okay. Wo war schon auf Full HD im Moment? Ich gehe nochmal zurück. Ja. So, jetzt ist er Full HD. Hier ist auch auf Full HD. Ausgeglichen. Schaut kurz. Er hat er wieder auf Mittel zurückgestellt. Mittel hoch, also die gleichen Einstellungen wie vorher. Schau mal, wie es auf Full HD läuft. Also auf Full HD, glaube ich mal, gibt es jetzt nicht so riesen Unterschiede als, wie soll ich sagen, als bei 1280p, glaube ich jetzt gar nicht so, dass so die Riesenunterschiede sind. Oben sieht man die FPS, sieht man nur 68 FPS, 70 FPS, aber es ist jetzt nur der Ladebildschirm, also nicht wundern, wenn es das gleich runterdroppt. Wieder die gleiche Szene mit dem Minotauren. Weil bei der Szene bin ich halt gestorben, weil ein cooler Short, wer den anschauen will, habe ich einen Short daraus gemacht. Der Minotaure und ein Greif kamen zusammen. Und ja, es ist nicht gut ausgegangen zusammen. Eigentlich voll witzig. Ja, für die Leute, die es anschauen, aber für mich war es leider nicht ganz so witzig, wie es ausgegangen ist. So. Wir sehen 27 FPS, 26 FPS, 25 FPS, 29 FPS, also wie vorher schon. 26 FPS. Wenn ich jetzt wieder alles runterschalte, da haben wir halt wieder stabile 30 FPS. Also auf dem Lenovo Legion Go ist es schon spielbar. Es ist spielbar. Es ist nicht gut spielbar, das muss man sagen, ja. Was soll der Scheiß? Warum stehst du zurück? Okay, kurzen Moment. Irgendwie hat er wieder auf 1280 geändert. Ich weiß nicht warum. So, jetzt ist er auf Full HD. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Keine Ahnung, warum er geändert hat. So. Jetzt sind wir auf Full HD. 24 FPS. Ja, hat sich nicht viel geändert. Aber es sieht auch gut aus, finde ich, ne? Dafür ist alles trotzdem so niedrig eingestellt, ist es eigentlich gut. Sieht es eigentlich gut aus. Ja, 23 FPS, 25 FPS. Je nachdem wieder das gleiche Spielchen. Wenn jetzt mit den Einstellungen überall wieder runter geht, dann habt ihr wieder stabile 30 FPS. Aber mehr bekommt ihr halt da einfach nicht raus. Also hier, wenn ihr da auf niedrig geht, da auf niedrig, da auf niedrig. Niedrig, niedrig. Alles aus. Dann klappt das schon mit den stabilen 30 FPS. Ich schaue jetzt gleich nochmal rein. Objektverzeichnung aus, 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 aus. Jetzt haben wir alles aus. Bewegungsqualität hoch. Ich weiß nicht, was Bewegungsqualität ist. Machen wir auch niedrig. Ja, das ändert doch nichts. Ja, lass mal hoch. So. Jetzt haben wir alles aus, so, so. Also Screen Space Reflektion, da haben wir sogar das Wasser aus. Aber wie gesagt, also großartiges tut sich nicht ändern. Wir haben halt stabile 30 FPS. Jetzt haben wir ja, 27 FPS. Ich sag's ja, einigermaßen stabile 30. Also auf Full HD kann man es auch noch so spielen. Das geht auch noch, aber. Ich würde euch eher raten, auf solchen Handhelds auf 1280 vorlieb zu nehmen. Das reicht auch meistens bei Handhelds. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder mit dem 2K-Test. Das wird spannend. So, Leute, jetzt kommt der ultimative 2K-Test. Ich glaube nicht, dass das was wird, ganz ehrlich. Also man sieht, hier ist auf 2K gestellt, hier ist auf 2K gestellt. Also ich habe keine große Hoffnung, dass das was wird.
Sonst ist alles gleich ausgeglichen. Aus, niedrig. Und jetzt hast du sogar alles übernommen. Niedrig, aus. Diesmal alles auf ausgestellt. Ist auch besser, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das jetzt was wird. Kann mir nicht vorstellen. Wieder genau das gleiche, wieder beim Minotauren starten wir. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in 2K jetzt was wird. Na, das sehen wir ja gleich. Wir können gespannt sein. FPS hat er jetzt im Ladebildschirm gerade mal 32 FPS. Im Ladebildschirm 30 FPS. Im Ladebildschirm, ne, wohlgemerkt. Ich glaube, dass das jetzt nichts wird. Ich hoffe, man sieht es trotzdem, weil gerade ein bisschen die Sonne reinkommt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also irgendwie mag mich die Sonne nicht. Ja, ich hoffe trotzdem, dass man einigermaßen was sieht. FPS haben wir gerade. 17 FPS. 17 FPS. Oh je, 23. Aber 21 FPS, aber es sieht echt hammermäßig aus, muss ich sagen. Also es sieht echt gut aus in 2K. Und ja, ich würde sagen, es zockt sich eigentlich flüssig, muss ich sagen. Klar, wir haben jetzt 23 FPS, aber hier, schau mal. Finde ich beeindruckend. 21 FPS. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Es läuft echt gut, 20 FPS. Und trotzdem läuft es flüssig. Ich bin begeistert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Klar, es ist alles auf niedrig, ja. Und alles ausgestellt, aber es sieht ja trotzdem gut aus, oder? Hier, wenn man das so anschaut. 2K. Also ich bin beeindruckt. Wirklich. Hätte ich nicht gedacht. Ihr seht es ja selber, gerade 24 FPS, aber es läuft ja trotzdem flüssig. Die Bewegungen sind flüssig. Das Bewegen ist flüssig. Also ich bin beeindruckt. Also mein Fazit, ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Sogar auf 2K hat es funktioniert. Wow. Ja klar, es war jetzt um die 20 FPS, aber es ist trotzdem flüssig spielbar, fand ich. Aber wie habt ihr das gesehen? Schon, oder? Also wenn ihr mehr solche Videos haben wollt mit anderen Spielen, die ich auch zum Beispiel habe, dann schreibt mir gerne in die Infobox, in die Kommentare, welches Spiel ihr vielleicht wünscht. Dann kann ich da auch mit den Novo Legion Go testen und euch mal davon berichten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben würde mich freuen, ein Kommentar und ja, vielleicht ein Abo. Also, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.